Hallo, grüß euch. Heute haben wir ein ganz anderes Video. Echt kein Christa. Und zwar möchte ich euch heute bloß einmal zeigen, so einen Kräuterkranz. Also ich habe im Garten unwahrscheinlich viel Kräuter und ich finde es jetzt schon wirklich total schön, wenn man mal so einen Kräuterkranz macht. Man kann sich den jetzt auch wirklich dann schön aufhängen oder auf den Tisch legen und ein ganz schönes Windlicht rein. Und ich zeige euch jetzt dann noch einmal ein paar Inspirationen, was man damit machen kann. Und jetzt machen wir mal. Ja, nehmen wir als Unterlage wieder eins von den Ringe. Und zwar die man ja, oder wo jeder schon, glaube ich, mindestens einen daheim hat. Also es gibt ganz verschiedene. Es gibt auch welche mit Lichterkette. Da zeige ich euch ja noch dann auch noch was, was man da machen kann. Und ich nehme jetzt einfach bloß einmal so einen ganz normalen schwarzen, weil man da sowieso nichts sieht davon. Also, Bindedraht. Und ich habe jetzt da ganz viel Kräuter und Getreide, also so Sachen hergekriegt. Also, Zitronenmelisse, Salbei, Rosmarin, Magiekraut, Lorbeer, Pfefferminze, da habe ich jetzt nicht so viel gehabt, dann Kamille, dann eine Schafgarbe, Lavendel und eine Gerste. Und, jetzt habe ich ganz vergessen, ist da das noch der Thymian? Okay. Ah, riecht einfach wirklich gut. Und ihr werdet es sehen, wenn das dann eintrocknet, ist das jetzt auch dann eine ganz schöne, stimmige Sache. Wo man einfach wirklich auch lange Freude hat. Also. Fällt mir jetzt gerade ein, ich bin Linkshänder. Jetzt müsst ihr es natürlich in die andere Seite machen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, aber das fällt mir jetzt gerade im Moment ein. Also, anfangen tue ich jetzt da mit dem Salbei. Einfach so fest dran. Und da gibt es schon so einen speziellen Wickeldraht, also einer, der jetzt nicht so rutscht. Da müsst ihr es wirklich fragen. Und dann wird das einfach gerade so angelegt. So. Also, wir haben umgepackt. Wir stehen jetzt im Trocknen und dann kann es schon wieder weitergehen. Also man muss jetzt da wirklich nicht so ganz steril angehen, dass man sagt, es muss immer die richtige Reihenfolge haben. Ich finde, so ein Naturteil, das darf einfach ruhig ganz unterschiedlich aufgebaut. Und so wird das jetzt einfach dann rundum fertig gemacht und eben dann trocknet es richtig schön ein. Ich mache das ja noch jetzt nochmal fertig und dann könnt ihr euch bei Gelegenheit beim Leben lohnen anschauen. Also, und jetzt zeige ich euch nochmal, was ich noch gemacht habe. Der ist jetzt, den habe ich jetzt vor 4-5 Tagen gemacht. Da habe ich jetzt sogar noch ein Eisengraut rein da. Gerade jetzt mit dem Lavendel finde ich jetzt, das ist das schon ein schönes Farbspiel und duftet ganz schön. Da habe ich jetzt zum Beispiel so einen Ring gemacht und habe einfach nur verschiedene Bündel angehängt mit den Kräutern. Weil bei so einem Kranz braucht man natürlich wirklich viele und hat vielleicht auch nicht jeder. Und ich finde das jetzt auch ganz schön und die kann man natürlich auch die Kräuter, wenn sie dann getrocknet haben, oben da und eben verwenden. Und ich habe jetzt da unsere Solarlichter angehängt und kann mir das jetzt einem auch ganz schön vorstellen, wenn man das jetzt auf der Terrasse oder im Wintergarten hängen hat. Man hat einen richtig schönen Duft und man hat dann trotzdem, also direkt über den Tisch zum Beispiel, eine schöne Beleuchtung. Da ist jetzt der Kranz selber schon mal beleuchtet. Der hat jetzt auch ein Timer und den kann man jetzt da mit Batterie aus- und einschalten und dann haben wir jetzt zusätzlich dann auch nochmal diese Solarlichter und da kann man wirklich, also man kann ja nur mehr anhängen und man kann da wirklich richtig schön einen Tisch da damit beleuchten, ist jetzt auch nochmal eine schöne Idee und man hat ein ganz ein schönes Teil Natur pur.
Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind Ideen, wie es umsetzen könnt daheim. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.